Oh, hi und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Omega Rubin. Ja, im letzten Part sind wir hier in der Seewoge Malvenfroh stehen geblieben und wollen nun, ja, so wie ich das mitbekommen habe, ein legendäres Pokémon fangen. Und zwar ist doch legendär, oder? Krypok? Ist Krypok legendär? Ich weiß es nicht, aber wir wollen Krypok fangen. Schande über mich, dass ich das nicht weiß. Aber ich gehe mal davon aus, sonst wäre das nicht so groß inszeniert. Und dafür müssen wir lediglich, ja, dahin, wo wir vorhin auch schon waren. Da, wo wir beobachtet wurden und wo ich halt nicht wusste, was ich da tun soll. Und ich habe jetzt rausgefunden, was ich da denn tun muss, dank euch irgendwie. Und ja, wurde mir nämlich auf der Streaming-Plattform, wo ich den Part einmal gestreamt habe, so gesagt. Das heißt, ich muss jetzt hier rein. Und ich werde beobachtet. Und das finde ich nicht toll. Bedeutet, ich laber das hier einmal an. Und jetzt fühle ich mich wieder beobachtet. Und jetzt mache ich einmal den hier. Und denke mir, ich hätte dann doch ganz gerne vorne bei einem Geist-Pokémon. Weiß ich nicht, welches Pokémon. Ich bleibe auch so. Und auf einmal ist da so ein Steinchen. Und da wir genug Pokebälle dabei haben, werde ich diesen Stein jetzt sehen. Hi, ein wildes Krypok erscheint. Los, Gewaldro! Mag es, wie da oben sogar Spinnenweben waren. Ich gehe mal davon aus, dass du eine Laubklinge, Klinge überstehen wirst. Ja, so gerade so, ne? Was? Krankenschmier. Oder was war das? Ich gönne dir jetzt einen Trugschlag. Was? Das hat keine Wirkung? Ist doch egal. Was heißt egal? Das ist aber Geist, ne? Und Geist ist der einzige Typ, wo normale Attacken nicht zu bringen. Leck mich, yo! Dann muss ich jetzt Bälle verwenden. Oder habe ich noch irgendwas, womit ich dich nochmal paralysieren könnte? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Bei Donnerzahn. Ich glaube aber nicht, dass ich das unbedingt schaffen würde. Ah, hier. Relikant mit Gerner. Das würde zumindest im Ansatz funktionieren, sage ich mal. Eventuell kann ich mit Relikant auch noch ein, zwei Mal angreifen. Das wäre auch ganz nett. So, einmal Gerner. Oh nein, mein Angriff ist gesunken. Das ist eigentlich ganz gut, dass der gesunken ist. Was? Was ist passiert? Was? Moment mal. So, da sind wir wieder zurück bei Krypok. Es ist übrigens nicht legendär, aber es kommt in einer Folge drin vor, in einer Pokémon-Folge, wo es heißt, die Legende lebt. Also ist es schon legendär. So halb. Nein, eigentlich nicht. Ich habe jetzt auch rausgefunden, was es war. Die zwar die Attacke Memento Mori. Und diese Attacke hat es jetzt schon wieder eingesetzt. Du kannst mich mal. Weißt du das eigentlich? Du kannst mich mal! Leck mich! Nein! So, Versuch Nummer 3. Wenn du jetzt so nett wärst, nicht eine gewisse Attacke einzusetzen, wäre ich dir sehr verbunden. Also wirklich. So ganz im Ernst. Das ist auch schön, dass die erste Attacke von ihm daneben geht, weil jetzt kann ich das Pokémon dann auch direkt tauschen. Und ich hoffe einfach mal, dass du eine gewisse Attacke jetzt nicht einsetzen wirst. Das wäre zumindest nett. Also, please. Nein! Ey, das ist nicht wahr, oder? Du scherzt! Ey, pff. Leck mich! Also, Leute, das ist mal Krypok. Dämliches Pokémon, das keiner mag.
Niemand mag Krüppok. Ja. Hi, Krüppok. Wärst du jetzt so freundlichst, gewisse Attacken zu unterlassen? Das wäre voll sweet und so. Jetzt im Ernst? Oder penn zumindest ein. Da wäre ich auch schon zufrieden mit. Aber ich gebe dir jetzt einen Hyperball, okay? Den nimmst du jetzt bitte auch. Am besten instant. Das wäre voll super. Ja? 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 Geht doch! Seht ihr, so einfach geht das. Man muss ihn gar nicht erst einschläfern oder irgendwie KP abziehen. Weil wenn man das tut, dann sitzt es einfach Momentum Mori und dann ist es alles blöd. Yes! Ich hab dich gefangen! Und jetzt musst du auf einer Box schmoren, für immer und ewig. Dieses Pokémon ist den Höhen nicht bekannt. Was? Ja, ich geb dir einen Namen. Dich nenne ich selbst. Selbst. Jetzt bin ich zu dumm, um das S wieder finden. Nicht selbst. Nee, besser. Wir nennen es einfach. Das kann man jetzt falsch verstehen wegen Self, aber ich nenne es einfach Self-Kill. Ich glaube, ich bin gerade zu doof, oder? Für Englisch. So, Self. Was zur Hölle gebe ich da ein? S? Nein. S-I-L-I-F. Warte, bin ich jetzt... Bin ich zu dämlich? Ich bin zu dumm gerade, oder? Ich bin zu dumm. S-I-L-F. So, das ist Self. Jetzt noch bitte ein großes... wir können aber ein Leerzeichen nehmen dann, oder? Ja, komm mal. Obwohl will ich gar nicht. Mach das so. Self-Kill. Gott! Also ich merke schon, also so schreiben ist gerade auch nicht meine Stärke bei so Pokémon-Spitznamen. So, Self-Kill. Bitteschön! Wir haben Self-Kill gefangen. Jetzt mal im Ernst, das war doch nicht mehr feierlich. Was ging denn mit dem Pokémon ab? Also jetzt mal im Ernst! Wir haben schon viele Pokémon gesehen, aber das war die Höhe. Ich glaube, da komme ich nirgendwo raus, ne? Nö. Gibt's hier denn so Sachen? Also früher konnte man hier immer voll viele tolle Sachen finden. Irgendwie nicht. Da so doch Sachen. Nee, nur eine Trainerin. Haben ja auch nicht großes viel Lust gerade drauf. Gut, wir müssten jetzt nach Graphiteport City wegen dem Scanner. Und danach gehen wir zur Inselhöhle erstmal. Weil da möchte ich was fangen. Und ja. Das ist dann so das, was ich jetzt gerade noch so vorhabe. Zu tun. Zu tuten zumindest. Gut, wir haben auf jeden Fall Self-Kill gefangen. Das ist auch mal eine schöne Erfahrung. Ich weiß auf jeden Fall, welches Pokémon ich nicht mir ins Team holen werde, weil es einfach sich nur selbst killen würde. Jetzt mal im Ernst, ey. Hattet ihr das Problem auch, als ihr das gefangen habt? Oder habt ihr das? Ist doch nicht mehr feierlich. Aber zum Glück ist es dann in dem Hyperball jetzt drin geblieben, weil... Oh Gott. Ich hätte jetzt nicht Bock gehabt, da 5000 Mal zu versuchen, es zu verfallen. Dann hätte ich irgendwann gesagt, ach, leck mich doch. Weil so viel wert ist mir das Pokémon dann auch nicht. Wer bist du nochmal? Oh, das ist ja der Scanner. Könnte ich dich eventuell darum bitten, ihn Captain Brick zu bringen? Ich selbst würde gerne hierbleiben, um diesen Ort noch etwas gründlicher zu untersuchen. K.K., Mr. K., können wir machen. Ich bring das schon, dann kann ich von hier aus fliegen. Ich glaube ja, oder? Nein. Geht. Das ist ja cool. Los, Latios! Bam! Okay. Bam, 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 ba-da-da-da-da. Ja, Graphiteport City! Habe ich euch schon von der Musik erzählt? Ich glaube, das habe ich. Wie gesagt, es gibt einen japanischen Song zu dieser Stadt. Der ist eigentlich ganz toll. Ich glaube, ich habe ihn euch damals nicht verlinkt gehabt. Aber es gibt einen Song dazu und der ist ganz toll. Bam, bam, ba, da, 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 na, 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 na,
Wenn ich jetzt Japanisch könnte, würde ich es euch vorsingen, aber es geht leider nicht. Ich weiß nur irgendwie... Ja, weiter weiß ich nicht. Ich musste hier hin, oder? Hier war doch... Zumindest war er früher hier. Aber er scheint nicht hier mehr zu sein. Deswegen gehen wir dahin. Ich höre schon auf zu singen und spreche mit dem Typ. Das Item, das du da hast, das ist doch der Scanner von der Seemoge... Moge? Seewoge Malvenfroh. Der wäre uns eine riesige Hilfe bei der Forschungsarbeit. Wärst du vielleicht bereit, ihn an mich abzutreten? Nö, ist meins. Okay. Okay, danke. Das wird uns bei unseren Forschungsarbeiten sehr helfen. Zum Dank möchte ich dir diese Glocke schenken. Die Klarglocke. Welches Pokémon wir damit nur fangen können. Sie wird angeblich in der alten Legende der Johto-Region erwähnt und ist von hohem Wert. Als ich noch Teil der Belegschaft von Seewoge Malvenfroh war, habe ich sie von einem Kollegen bekommen, der aus Johto stammt. Wenn ich mich recht erinnere, verdient sich seine Familie seit Generationen mit der Aufführung von Tenzen ihren Lebensunterhalt, aber da er dafür kein Talent hat, ist er hierher gekommen. Er hatte sie an einem... Was? An einem Portemonnaie gehängt. Wenn sie am Gelände von Seemoge Malmbro läutet, hat sie manchmal aufgeblitzt. War das jetzt... was? Das war auf jeden Fall nicht Portemonnaie. Das war wirklich seltsam. Weil sie so ungewöhnlich ist, habe ich sie aufbewahrt. Aber jetzt möchte ich, dass du sie nimmst. Yay, wir haben eine Glocke. Welches Pokémon wir damit nur entdecken können, ich weiß es ja nicht. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal Regice umbenennen. Oder Regice. Das können wir nämlich direkt hier in dieser Stadt machen. Wie wunderbar. Und ja. Dann brauche ich noch ein Eis-Item. Das kriege ich hin. Ich werde wahrscheinlich einfach Eisheiler oder so nehmen. Wenn das denn geht. Ich denke aber. Ich hoffe zumindest. Okay, wir haben jetzt Regice. Und den packe ich jetzt dahin. Weil er ziemlich eisig ist und so, wisst ihr? Er ist halt eine Eisbeule. Bam, 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 bam. So. Oh, ich mag die Musik dieser Stadt. Nicht der Einzige, der diese Musik so richtig abfeiert? Nee, das ist ja nur das... Nein, kein Fanclub von Pokémon. Nein, ist gut. Eneko! Okay. So, dann wollen wir mal dahin. Hier müsste er sein. Hi! Also, ich setz mich da mal, ne? Sag mal, bist du eigentlich unhöflich? Hier sitzt eine Dame, die möchte ihr Pokémon umbenannt haben und du starrst so auf den Tisch. Mann. Hallo, ich bin der Namensbewerter. Ich bin so eine Art Namensorakel. Tja, soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Ja. Von welchem Pokémon darf ich den Spitznamen bewerten? Regice. Aha, Regice lautet also sein bisheriger Name. Damit hast du dir schon recht viel Mühe gegeben. Ja, das machen wir. Wir nennen ihn... Ich nenne ihn wirklich Eisbeule. Warum auch immer. Eis. Wo ist das S schon wieder hin? Mein Gott. Eisbeule. Sehr, sehr kreativer Name übrigens. Den solltet ihr übrigens euch alle merken. Eisbeule. Und zu blöd, um Beule zu schreiben, oder? Beule. So, Eisbeule. Wenn es falsch geschrieben ist, juckt mich nicht. Alles klar, von nun an heißt dein Pokémon Eisbeule. Ein viel besserer Spitzname als vorher, oder? Du bist ein echter Glückspilz. Ja, ich denke auch nicht. So, dann gucke ich mal, ob ich ein Eis-Item habe. Irgendwas mit Eis, mit E. Eisbrocken, klingt doch gut. So, Eisbeule hat ein Item. Haha. Und wo kann ich jetzt damit wohl hingehen? Ich weiß es nicht, aber erstmal ins Pokémon Center wieder, weil ich noch meine Pokémon heilen möchte. Weil ich das vorher nicht getan habe. Haha. Oh mein Gott, Schwester Joy aus Nahaufnahme. Hi. Gott, sie ist so nah und doch so fern. Dieser Schreibtisch ist im Weg. Okay.
Also Rocco wäre jetzt begeistert gewesen. Ich hoffe, unter euch ist nicht Rocco. Seid ihr Rocco? Nein, seid ihr nicht. Seid ihr nicht? Gebt es zu, ihr seid es nicht. So. Bam. Mann, die Animation ist meiner Meinung nach immer noch ein bisschen zu lang. So. Sollten da nicht irgendwo noch Inseln zwischen sein? Ja. Die hätten sie zumindest darauf noch auf irgendwie aufführen können oder so, aber ja, okay. Lassen wir mal so stehen. Hey, das, ich bin perfekt gelandet. Ich muss eigentlich nur noch hier hoch. Das ist super. So. Dann kann ich jetzt da reingehen, ne? Wir sind in der Inselhöhle wieder. Und hier müsste jetzt jemand sein. Aber da ist niemand. Nanu? Ich könnte schwören, dass ich hier eine gewisse Präsenz verspürt habe. Doch sie war im Nu verschwunden. Hä? Hä? Was muss ich denn jetzt tun? Ich glaube, dieses Rätsel werden wir im nächsten Part klären. Weil, ich meine, ich habe doch eigentlich alles getan. Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall werden wir das dann im nächsten Part tun und, vielleicht muss ich auch einfach rein und raus gehen, ich weiß es nicht. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal ansehen, was genau ich da tun muss und dann werden wir im nächsten Part... Nu, ich könnte schwören, dass ich eine gewisse Präsenz verschwört habe, aber doch, sie war nur verschwunden. Ja gut, machen wir dann im nächsten Part und wenn euch dieser Part gefallen haben sollte, dann gebt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar, dieses Ananas, haut da rein, bis dann und ciao!